Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, wir sind nun in der Companion Bible, Appendix 38, Sauerteig. Sein erstes Vorkommen in 2. Mose 12, 15 kennzeichnet es deutlich als etwas, das weggetan werden muss. Es gibt keinen Streit über die Bedeutung des Wortes, das sauren oder gärenden Teig bedeutet. Der Unterschied liegt in seiner Auslegung. Diese kann nur aus der Verwendung des Wortes durch den Heiligen Geist abgeleitet werden. Erstens, es wirkt für seine Wirkung verwendet, indem es das Ganze durchdringt, mit dem es vermischt ist, Matthäus 13, 33, Lukas 13, 21, 1. Korinther 5, 6, Galater 5, 9, Hosea 7, 4. Zweitens, es wird für das Brot verwendet, das aus dem durchtränkten Mehl hergestellt wird. 2. Mose 12, 15, 19, 20, 34, 39. Drittens, es wird im Zusammenhang mit Opfern verwendet, die Gott niemals zusammen mit einem Feueropfer dargebracht werden dürfen. 3. Mose 2, 11, 6, 17, 10, 12. Viertens, es wird durch Metapher, siehe Anhang 6, für die Lehre verwendet, Matthäus 16, 12, Markus 8, 15, Lukas 12, 1, Galater 5, 9. Fünftens, es wird für die Auswirkung von Übeltätern verwendet, 1. Korinther 5, 6 bis 8, 1. Korinther 15, 33. Sechstens. In 3. Mose 23, 17 wird es als Symbol für den Menschen verwendet, und zwar in der Bedeutung von Verdorbensein. Das Sündopfer, das mit dem Sauerteig in den beiden Brotlaiben verbunden ist, entspricht dem. Siebtens. In Amos 4, 4, 5 ist es entweder die Sprache oder die Figur der Ironie, siehe auch Anhang 6. Und es zeigt, dass die Danksagung mit Sauerteig symbolisch für die Sünde ist, die sogar in den Anbetern Gottes immer gegenwärtig ist. So ist es in jedem Fall nur mit dem Bösen verbunden und symbolisch für dieses. Da der Originaltext, also Companion Bible, im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, zusammengestellt wie immer von unserem Bruder Antonino. Im Herrn Jesus Christus, einen guten Tag. Hier will ich folgen, wo